Kommissar Finn. Wir wissen ja, dass du gierig bist. Aber warum drei? Eine für mich, eine für mein Pferd und eine für meine... Du bist zu spät zum Festmahl, Krähe. Langschiffe am Ufer. So schön wie Schwäne. Eher wie Wölfe, die zum Angriff ansetzen. Ja, dies ist kein Raubzug. Wenn wir hinter diesen Mauern sind, was passiert dann, Eivor? Du hast schon oft gekämpft, geblutet, getötet. Ja, aber da sind Kinder in der Stadt. Sie können nicht fliehen. Wenn der Wind richtig steht, kann ich sie rufen und spielen hören. Es muss kein Gemetzel geben. Vielleicht bringen wir die Franken doch noch zur Aufgabe. Obwohl ich mich frage, wie. Das musst du Siegfried sagen. Mir was sagen? Wir sind hier. Sie sehen unsere Stärke. Lassen wir sie ihr Silber aufgeben, die Verträge unterzeichnen und wir segeln heim. Das ist ein guter Weg zu Ruhm und Reichtum. Graf Odo führt die Franken in Paris an, ja? Ja, er verteidigt die Stadt und schart andere Edelleute um sich. Ich könnte mit ihm reden. Genug geredet. Der Erhabene sagt, es ist besser zu leben, als zu sterben. Denn Tote bestellen keine Felder. Du hältst mir die Worte des Allvaters vor? Ich brenne Paris nieder, mit dir oder ohne dich. Du hast schon genug Tane verloren. Willst du eine Einöde regieren? Na gut, schwatze Graf Odo sein Silber ab, wenn du das vermagst. Das werde ich. Toka, wo ist dieser Odo? Du könntest in Pont de Serrat seine Spur aufnehmen. Aber halte dich bedeckt, das ist Feindesland. Und Eivor, dieser Odo ist kein Grashalm. Er biegt sich nicht im Wind. Hier sollte ich vorsichtig sein. Durch die Heiden ausspähen. Red doch leiser! Oder willst du, dass dich die Heiden gefangen nehmen und auffressen? Das muss die Feste sein, die Toka erwähnte. Ich brauche Hinweise zu Odos Verbleib.
Verdammt, wir schaffen das! Sollte auf seinem Landsitz sein. Dem mit den roten Blumen. Dieser Weg wird gut bewacht. Ich sollte einen anderen finden. Warum wird mir der Weg versperrt? Wer sagt, ich dürfe nicht weitergehen? Ich zieh lieber die Kapuze auf. Zeig mir, was vor uns liegt.
sollte hier eine Verkleidung tragen. Halt, du da! Wer bist du? Mein Sohn ermordet. Jetzt trafft die Seuche meine Frau dahin. Wieso quält Gott mich? Wieso? Sachte, mein Herr. Du hast zu viel Wein in Tuss und die Trauer trägt deine Zunge davon. Verzeih, werte Dame, aber ich ersuche eine Audienz bei Graf Odo. Verstehe. Doch mein Gatte schmiedet Allianzen mit den Edelleuten für den bevorstehenden Krieg. Gute Dame, ich will meine Klinge dem Schutze von Paris vor den heidnischen Horden feilbieten. Verstehe. Und du gehörst zu unseren friesischen Verbündeten von den barbarischen Randgebieten des Reiches? Jawohl. Ich bin viele Tage die Küste entlang und den Fluss hinaufgereist. Und hast du ein Schriftstück mit Unterschrift und Siegel für die Audienz? Ohne das richtige Schriftstück kann ich dich leider nicht einlassen. Wir müssen uns vor Meuchelmördern in Acht nehmen. Ah, die Schriftrolle ist in meiner Satteltasche. Ich hole sie. Ich brauche ein Schriftstück, um Odo zu treffen. Einer der Gäste könnte eines haben. Unser neuer Gast ist von Sinnen. Er versteckt sich im Weinkeller. Seid gegrüßt, Freunde. Was bedrückt euch? Einer von Odos Gästen hat sich volllaufen lassen und dann im Weinkeller verschanzt. Eine Schande. Sollte er bei der Verteidigung von Paris helfen? Mag sein. Doch welche Hilfe könnte ein solcher Trunkenbold schon anbieten? Ich hege große Zweifel an ihm. Dieser Betrunkene könnte eines jener Schreiben haben, das ich für eine Audienz benötige. Jemand muss mir helfen, diese Tür zu durchbrechen. Lass mich. Oh, Clovis, du hast dich nach deinem furchtbaren Auftritt in den Schlaf getrunken. Bitte sei so... Keine Sorge, ich bringe deinen Herrn nach draußen an die frische Luft. Vielleicht das Schreiben, das mir eine Audienz mit Odo einbringt. Hier habe ich das Schriftstück, das mir ein Gespräch mit Graf Odo gewährt. Hervorragend. Tritt nur ein. Wir wissen deine Mühen unseretwegen sehr zu schätzen. Ich muss Graf Odo finden. Ich nicht hinein. Wie du siehst, werter Lothaire, hat Odo mir und nur mir den Schlüssel zu seiner Schreibstube anvertraut. Unerhört! Wie konnte es dazu kommen? Weil ich, werter Lothaire, ihm fässerweise erlesene Tropfen beschaffe, sogar aus dem Fernland der Griechen. Ah, Diener, bring mir Wein! Ich kümmere mich um den Wein, werter Lothaire. Leb wohl. Keine Fäden!
teurer Herr, gebastelt! Per Dios, no! Die Gegend sollte für eine Weile sicherer sein. Clint, ich muss auf die andere Seite. Ha! 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 Ha!
benutzen. Muss der Marchese. Sie wurde wohl verriegelt. Und mit Graf Odo an unserer Spitze treiben wir diese heidnischen Teufel zurück in die bodenlose See. Sehr wohl, mein Herr. Aber diese Nordleute sind Sterbliche, keine Dämonen. Sie sind auf Land und Beute aus. Ja, diese Nordmann sind wild und der König lässt auf sich warten. Doch ihr alle habt einen Eid vor Gott geschworen, dieses Reich zu beschützen. Wir werden dieses Unheil besiegen. Das haben wir immer. Ich kann euch nicht zur Pflichterfüllung zwingen. Ihr müsst euren Herzen folgen. Gudselin, bitte geleite unsere Gäste hinaus. Komm raus und sag, was du zu sagen hast, Eivor von Englerland. Du hast mich kommen sehen. Gut. Aber woher weißt du, wer ich bin? Meine Späher sprachen von einer mächtigen Kriegerin mit einem Raben. Hältst du uns für Narren? Solche Höflichkeit hätte ich nicht erwartet. Das ist Glühwein. Gut gewürzt, vorsichtig erhitzt und mit Obststücken aufgetischt. Mein einziges Laster. Weintrauben wachsen bei uns im Norden nicht. Wir trinken Met. Met? Eivor, du hast viel gewagt, um mich zu sehen. Das respektiere ich. Nur warum? Gibt es nicht genug Land in Englerland?
Ich gedenke nicht, meine Leute im Frankenreich anzusiedeln. Und wie viel Geld wird eure Gier stillen? 100 Silberstücke? 1000? Und wenn ihr geht, wer kommt als nächstes? Ragnar und seine Söhne waren vor langer Zeit hier. Wir gaben ihnen Silber und trotzdem brannten sie Paris nieder. Ich will kein Silber. Ich will ein Englerland ohne fränkische Einmischung. Wir sind kein Teil eures Königreiches. Und ich wünsche mir ein Königreich ohne nordische Einmischung, wie du es nennst. Nur der Form halber, wie lauten deine Bedingungen? Wie gesagt, Charles lässt Englerland in Ruhe. Zweitens, er erkennt Siegfried als Verbündeten an. Und außerdem lässt er Siegfrieds Tane ihr Land im Norden behalten. Rodomo und Amiens waren meines Vaters Lande. Mein Erbrecht nehmt ihr nicht. Euer Herr wird Paris niemals einnehmen. Und ihr werdet nie Frieden finden. Weder hier noch in Englerland. Meine Männer werden dich nach draußen begleiten. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Schlachtfeld. Leb wohl. Ich sollte zum Lager zurückkehren und den anderen von Odos Antwort berichten. Du kommst rechtzeitig zum Umtrunk. Was willst du? Wein. Viel Wein. Es war eine lange Reise. Heldin von Hrefnatorp wird sie von den Skalden genannt. Geschickt mit Waffen und Worten, sagt man. Doch sehe ich keinen Schatz. Wo ist Odos Silber? Hast du es für dich behalten? Es lief, wie du sagtest. Der Mann beugt sich nicht. Er gibt kein bisschen nach. Franken reden gerne, doch ihre Worte sind so leer wie der Wind. Ein starker Wind kann Bäume zu Fall bringen, selbst so starke wie Odo. Ist Charles der Wind, oder wird er brechen wie Schilf? Gut, zwei Sachen brauchen wir für diese Belagerung. Zuerst müssen wir ein Gelände für unsere Katapulte erobern. Dabei kann ich helfen. Irgendwo bei Paris nehme ich an. Aber wird der Ort bewacht? Die Franken haben nicht genug Leute, um die ganze Stadt zu sichern. Nur die befestigte Insel, die Isle de la Cité, gibt dennoch gut Acht. Gut. Und die zweite Sache? Finde den Schwachpunkt ihrer Verteidigung, wo unsere Krieger ihre Mauern durchbrechen können. Oder einen Weg, die Insel mit unseren Schiffen zu umzingeln. Irgendeine Schwäche, die wir ausnutzen können. Einverstanden. Aber wie? Ich wüsste vielleicht einen Weg, aber er ist gewagt. Sprich, Toka. In dem Armenviertel südlich der Mauern gibt es eine Schmugglerin.
Ihre bretonische Liebe. Sie ist keine Liebschaft. Wir haben nur das Lager geteilt. Aber wenn jemand die Schwachstellen der Stadt kennt, dann sie. Ich würde selbst gehen, aber wir... Nolwyn, sie... Es gab Streit. Sie stahl erst Tokas Halskette und dann ihr Herz. Nun vermisst Toka vor allem ihre Halskette. Ich spreche mit dieser Schmugglerin und finde eine Schwachstelle in der Verteidigung der Franken. Ihr habt mein Wort. Gut, das wäre dann wohl alles. Nein, Onkel. Eine Sache noch. Odo ist nicht gesprächsbereit, aber Charles vielleicht schon. Wir sollten erneut mit ihm reden. Du willst noch mehr reden? Wir sollten mit dem fetten König sprechen, eine Waffenruhe aushandeln. Was? Er wollte mich umbringen. Warum nochmals mit ihm reden? Diese Steinmauern werden nicht nachgeben. Nicht ohne einen blutigen Kampf. Vielleicht gibt er uns Silber, ohne dass unser halber Clan an den Mauern stirbt. Vielleicht hat Toka recht. Charles könnte trotz allem nachgeben. Geh, Nichte. Red mit jedem König und jedem Bischof im Land wie Eivor Silberzunge. Es spielt keine Rolle. Doch bald findet das Gerede ein Ende. Bald treffen Speere aufeinander und die Stadt wird brennen. Seid an jenem Tag bereit für den Kampf. Mein Wort steht felsenfest und wird nicht gebrochen. Ich kämpfe an deiner Seite, Siegfried. Zweifle nicht daran. Genug. Freunde, Onkel, wir sind im Herzen eins. Ich werde den König im Schlauen Fuchs aufsuchen. Einer Schenke am Nordufer. Piers sagt, er zecht dort gerne. Toka ist ein guter Tarn. Eines Tages könnte sie ein Heer anführen, so wie du, Siegfried. Das hoffe ich. Aber vorerst bleibt sie bei mir. Treffen wir uns am Glockenturm, Eivor, wenn du bereit bist, gegen Franken zu kämpfen, statt mit ihnen zu plaudern. Was gibt es zu lachen, Tarn? Manche sagen, du stinkst nach Rabenscheiße. Aber für mich stinkst du nach fränkischer Weinpisse. Ich muss die Belagerung vorbereiten. Aber was soll ich zuerst tun?